Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Neuer Tag, das heißt, wir haben ein neues Seven vs. Wild Interview, was wir aufholen werden. Wir hatten ja gestern das allererste Interview, was geuploadet wurde von Sascha, was unfassbar sympathisch war, richtig empathisch auch. Und das war einfach irgendwie richtig angenehm zum Zuschauen. Wir haben die Otto Hotel Story nochmal erzählt bekommen, die extrem lustig war. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf Sabrina, die zweite, die ausgeschieden ist an Tag 6. Ich bin richtig gespannt, weil wir haben jetzt hier, keine Ahnung, wir haben jetzt nicht diese Reihenfolge, wie ich sie erst gedacht habe, dass hier geuploadet wird. Wir haben es jetzt so ein bisschen random. Als nächstes ist, glaube ich, Fritz auch dran morgen, den wir uns ansehen werden. Aber ich finde es auch ganz cool, dass wir jetzt zum Beispiel Sabrina jetzt haben, dann morgen Fritz. Und ich glaube, als letztes wurde Knossi hochgeladen, davor Nova. Ich bin sehr gespannt, was sie zu sagen hat. Sie war jetzt ja auch anderthalb Tage kürzer drin und sie kann auch von ihrer Abholung nochmal was erzählen, die anderen ja anders erlebt haben, oder sie kann auch nochmal genauer erzählen, wie sie sich dazu entschieden hat, wirklich Code Yellow zu drücken. Vielleicht wird sie die SD-Karten-Story nochmal ausführlich erzählen. Ich bin sehr gespannt, wir schauen rein. Los geht's. Das hier ist das zweite Video der siebenteiligen Interviewserie. Und ich bin gespannt, ob Dave wieder diese wunderschönen Überleitungen hat. Den Teilnehmern von Seven vs. Wild Staffel 2. Viel Spaß mit dem Interview von Sabrina. Danke, Dave. Genau, also seit ich weiß, dass ich an der zweiten Staffel teilnehme, habe ich mich komplett vorbereitet. Ich habe YouTube-Videos geguckt, ich habe mir sofort alle Bücher, die es irgendwie auf Amazon gab, bestellt. Hätte ich auch gemacht, direkt. Habe mich in Themen auseinandergesetzt, habe auch ganz viel ausprobiert, habe auch teilweise Videos darüber gedreht, habe aber auch nochmal privat ganz, ganz viel ausprobiert, habe mich auch damit auseinandergesetzt, wie ist es halt wirklich alleine zu sein, wie ist es irgendwie mal eine Nacht draußen zu schlafen. So grundsätzlich weiß ich ja, wie es ist, draußen zu schlafen, aber halt nicht alleine. Das heißt, ich habe mich schon sehr, sehr intensiv versucht, darauf vorzubereiten und mich vor allem auch in diese Situation reinzudenken. Also ich glaube, das ist nochmal... Man hat natürlich bei allen Teilnehmern gesehen, das konnte man nicht. Man konnte sich nicht wirklich darauf vorbereiten. Natürlich basically so ein bisschen, aber jeder hat gesagt, okay, ist ganz anders als gedacht. Man halt versucht sich mal so ein bisschen zu fühlen, halt so. Was kommt da auf einen zu, wie ist der erste Tag, wenn man ankommt, was für Emotionen kommen da, könnte man sich überfordert fühlen, was für Probleme kommen da, und genau, also ich habe schon versucht, mich sehr, sehr gut darauf vorzubereiten, ja. Der Drop-Off war in dieser Staffel deutlich extremer. Erzähl uns bitte, wie der Tag für dich abgelaufen ist. Boah, der war so crazy, das weiß ich noch. Erste Folge Reaction, Junge, holy. Ja, also wir wurden ja dann gar nicht so früh geweckt. Ich hatte irgendwie gedacht, wir wären so um 4 Uhr morgens polter die Polter aus dem Bett geworfen. War dann eigentlich, fand ich, relativ entspannt. Das war auf jeden Fall im Vergleich zur letzten Staffel das Aufwecken und so der Morgen mit dem riesen Frühstück und so, war halt viel entspannter als Staffel 1, ne? Und dann war es halt super aufregend. Ich habe halt schon gemerkt, es kommt halt so eine gewisse Nervosität raus. Ich war eigentlich relativ entspannt, aber ja, diesmal war das schon so ein bisschen, oder ab dann war es schon so ein bisschen nervöser und heftiger, weil man nicht so genau weiß, was kommt da wirklich genau auf einen zu. Ich hätte gar nichts essen können morgens. Ich sag immer, oh, ich hätte mir so viel reingehauen und so. Mir wäre so schlecht gewesen vor Aufregung, glaube ich. Mir wird bei Aufregung oft schlecht, beziehungsweise habe ich einfach keinen Appetit und so. Ich hätte, glaube ich, gar nichts essen können. Ja, dann war es ja so, dass wir ins Flugzeug sind. Irgendwie, ich habe das Gefühl, wir hatten aber so total den Zusammenhalt im Team. Ja, und dann sind wir halt aus dem Flugzeug gesprungen. Ich dachte so, jetzt einfach Heli, Augen zu und einfach raus. Ich bin halt mit Höhe nicht ganz so, also mir ist es nicht ganz so lieb. Aber ja, ich habe dann einfach in dem Moment gesagt, okay, komm, Johannes, so, du gehst jetzt einen rüber, dann raus und gesprungen. Hat es die sehr souverän gemacht, den Drop-Off, finde ich. Und dann war ich erstmal total euphorisch, als ich dann angekommen bin auf der Insel, dass ich dachte, okay, jetzt bin ich halt wirklich hier, jetzt bin ich halt so für mich, jetzt total selbstbestimmt, ich kann jetzt machen, habe halt jetzt meine Ruhe, habe auch dann angefangen, wirklich direkt angefangen, mein Shelter zu bauen in Step 1, Step 2, Step 3, aber ich habe gemerkt, ich war halt noch total euphorisch und aufgedreht, aufgewirbelt, und das hat sich dann ab Tag 2 so ein bisschen gelegt, dass ich halt ein bisschen ruhiger wurde, ja. Was hattest du für ein Gefühl, als wir auf diesem winzigen Landingstrip ankamen, du die Helis gesehen hast und wusstest, dass ihr aus den fliegenden Helikoptern springen müsst? Ich habe schon ein bisschen vermutet, dass wir nicht mit dem Boot ausgesetzt werden, sondern dass es ein bisschen dramatischer wird und dass wir eben tatsächlich aus dem Helikopter springen müssen. Ich war den ganzen Flug über eigentlich relativ entspannt. Ich fand es im ersten Moment so ein bisschen komisch, weil die Türen ja rechts und links offen waren. Ich glaube, ja, ich kann es gar nicht, das kann man nicht einschätzen. Man denkt, glaube ich, an alles und gar nichts in diesen Momenten. Und der Wind dann da durchgefecht ist durch das Flugzeug und man links runter gucken konnte, und ja, dann ging es irgendwie total tief, man hat den Dschungel gesehen, aber
ja, der Flug an sich hat dann irgendwie total Spaß gemacht, war eine coole Erfahrung. Und beim Rausspringen war es dann halt wirklich so Augen zu, einfach einen Sitz rüber, sich auf dieses Podest stellen und dann einfach Augen zu und runterspringen. Bin dann auch auf dem Hintern gelandet, tat auch kurz weh, aber dann ist man durch dieses Salzwasser total schnell wieder aufgetaucht und dann ist man einfach allein Adrenalin. Unter Adrenalin. Ja, also man ja. macht dann wirklich nur noch 100%. Step 1, Step 2, Step 3 und ja. Ja, startet dann halt so ins Geschehen rein. Wie war es dann für dich, als du an Land gekommen bist und die Helis hast wegfliegen sehen? Was waren da so deine ersten Gefühle? Also ich war am Anfang, als ich auf der Insel angekommen bin, total überwältigt und auch sprachlos. Also ich wusste gar nicht so richtig, was da jetzt gerade passiert. Das hat dann so ungefähr eine halbe Stunde für gleich gedauert. Dann habe ich halt angefangen, so ein bisschen zu gucken, wo bin ich hier, bin nach rechts gegangen. Dann mussten wir auch unseren Packsack suchen, um an die Gegenstände zu kommen. Das hört sich wirklich an wie so ein Game, wenn man auf so einer einsamen Insel in einem Game ist. Kurz ankommen, Lage checken, okay, Items looten, da ist eine Chest, so bam bam. Und habe dann da ja, mich so ein bisschen orientiert, bin nochmal rechts, links lang gegangen. Habe mich aber ehrlich gesagt von Sekunde 1 an meinem Spot sehr, sehr wohl gefühlt. Ich habe relativ schnell gesehen, dass ich eine Süßwasserquelle habe, also einen kleinen Fluss, der halt Glas... Ist das etwa Süßwasser? ...da war und ja, habe dann daraus getrunken, habe gemerkt, das schmeckt wie normales Wasser, habe gesehen, dass da Müll war und dann war ich eigentlich total begeistert, weil ich da, oder erleichtert, weil ich wusste, ab diesem Zeitpunkt, ich kann diese 7 Tage halt wirklich schaffen. Dann erinnere ich mich noch an die Euphorie von Sabrina. Angst, die man hatte, dass man nicht genug Trinkwasser hatte, wurde ja. einen in dem Moment dann eben genommen. Ja, und dadurch habe ich mich dann auf einmal total sicher gefühlt und ja, habe mich dann irgendwie gefreut auf das, was jetzt kommt. War aber auch so ein bisschen unter Druck, dass ich dachte, ich muss jetzt halt auch anfangen, mein Shelter zu bauen und mich in eine sichere Umgebung zu bringen. Ja. Die ersten von euren Tagen waren noch ziemlich schön. Es hat mal geregnet, grundsätzlich war gutes Wetter, bis es an Tag 3 dann richtig angefangen hat zu blitzen und zu donnern und es zu einem wirklichen Tropensturm kam. Wie war das für dich und wie hast du das wahrgenommen? Also ich muss sagen, bei dem ersten Tropensturm war mein Shelter, ich hatte oben noch ein komplettes Loch. Also es war, die linke Seite war fertig, die rechte... Ich fand ihr Shelter auch gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ihr Shelter war gar nicht schlecht. Die rechte Seite war so zur Hälfte fertig, das heißt... Gerade wo sie das so geflochten hatte zwischendurch, das sah richtig gut aus, fand ich. Ich lag während des Sturms und während des Regens unter der einen Hälfte von meinem Shelter. Wurde also entsprechend komplett nass. Der ganze Donner, der Blitz, der Wind und so weiter, das hat mir nichts ausgemacht. Also ich hatte jetzt keine Angst vor diesen Widrigkeiten. Ich habe mich sogar am Anfang noch extra so in den Regen gestellt und dachte so, oh geil, habe ich so geduscht und habe es übelst abgefeiert. Habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich total angefangen habe zu frieren. Und, oh ja, stimmt. Das war bei Sabrina das größte Problem. Ne? Sie hatte echt Schüttelfrost. Also ist das auch Schüttelfrost, wenn man kein Fieber hat? Ich weiß es nicht. Aber sie hat auf jeden Fall richtig gezittert und gebibbert. Gefroren und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ich lag dann da unter meinem halbfertigen Shelter und habe dann irgendwie gedacht, oh Gott, es wird irgendwann aufhören. Jeder Regen hört einfach auf. Aber wann? So. Und ja, habe das dann irgendwie ausgehalten, lag dann da total zerfroren und ja, das war dann halt so ein bisschen, wo ich gemerkt habe, okay, das wird hart. Die ganze Zeit wird hart, ja. Okay, krass. War das dann... Ach, Dave, guter Job, Dave. Okay, krass. Auch so dein größtes Problem und wenn nicht, was war dein größtes Problem? Für mich war tatsächlich das größte Problem meine körperliche Verfassung. Also ja, das ist das, was ich meinte. Auf jeden Fall Frost. Also, dass es halt zu kalt war. Es war viel zu kalt für sie, das hat man gemerkt. Viel zu kalt und halt, sie hatte sich 2, 3 Splitter reingehauen. Einen hat sie herausgeholt mit Erste-Hilfe-Set auch. Ich habe ja bis zum 4. Tag nichts gegessen. Trinken hatte ich die ganze Zeit. Stimmt. Das war nicht das Problem. Ich habe aber eigentlich ab Tag 1 gemerkt, da noch nicht so schlimm, das wurde dann immer schlimmer, aber dass mir ganz, ganz schwindelig war. Also wenn ich mich irgendwie mal ein bisschen schneller bewegt habe oder von unten nach oben gekommen bin, mir wurde jedes Mal total schwindelig, ich hatte kaum Kraft. Mir wurde teilweise auch wirklich schwarz vor Augen, wenn ich eine heftige Bewegung gemacht habe. Und das hat mir mit der Zeit schon zu schaffen gemacht, weil ich dann immer so ein bisschen gucken musste, das Shelter ist ja sehr Energie, also da braucht man halt sehr viel Energie, um das zu bauen. Und musste dann immer gucken, okay, was kann ich jetzt für Kleinigkeiten machen, vielleicht Schnüre machen, was dann wieder weniger Energie benötigt. Das heißt, ich musste da halt echt immer so ein bisschen haushalten. Die Arbeit gut aufteilen. Wie viel Energie brauche ich jetzt dafür, dass ich halt jetzt nicht irgendwie total einen Schwindelanfall bekomme. Ja, das war, glaube ich, das größte Problem und hätte ich auch nicht so erwartet. Also das habe ich tatsächlich vollkommen unterschätzt. Was war dann im Endeffekt der Grund für dein Ausscheiden? Warum hast du dich am Tag 6 dafür entschieden, bis hierhin und nicht weiter, ich möchte abgeholt werden?
Ja, also ich hatte an dem Abend davor schon gemerkt, die Flut kommt. Und bei mir war es tatsächlich so, dass mein kompletter Spot schon fast komplett überfüllt, also mit Wasser gefüllt war. Ich hatte noch so ein kleines Ministückchen Plateau, wo halt das dann noch trocken war, wo die Flut... Das ist komplett weggefetzt worden, ihr Shelter, ne? ...wenn ich hingekommen ist. Und ich habe dann schon gemerkt, okay, die nächste Nacht wird wahrscheinlich noch heftiger. Ja, dann saß ich in meinem Shelter, hab halt die Nacht abgewartet, saß dann da irgendwie ganz zusammengekauert und hab dann, ja, gewartet, bis es dann um 4 Uhr morgens, kurz bevor es hell wird, wirklich losging. Und dann habe ich gemerkt, okay, die Wellen kommen und immer stärker und war auch schon so ein bisschen nervös, weil ich ja von der Nacht davor schon wusste, was mich erwartet. Und ja, dann war es halt so, dann hat mich die erste Welle irgendwie das Shelter erreicht, ja. Und dann kam die nächste Welle unter das Shelter und dann kam immer mehr und irgendwann war es halt wirklich so, dass ich bis zu meiner Hüfte komplett mit Wasser vollgespült war. Ja, nee, kann man nichts machen. Also ich habe einfach ganz, ganz großen Respekt vor Sabrina, dass sie so krass durchgezogen hat. Man hat in den Folgen vor ihrem Drücken, hat man schon gesehen, dass es ihr körperlich nicht gut geht, gerade mit Kälte. Und mentally war es halt auch ein bisschen schwierig, deswegen. Und mein Bett halt immer hoch. Immer noch Respekt, ganz groß vor ihr. Ich hatte in dem Moment wirklich Angst, dass mein Shelter zusammenbricht, über mir zusammenbricht und mich erschlägt oder was auch immer. Ja, und dann saß ich da irgendwie in der linken Hand so die Sachen, die ich noch brauchte. Den Rest habe ich am Abend davor schon zusammengekettet oder festgekettet, dass halt nichts weggespült werden kann. Smart. Ich habe mir auch am Abend davor extra einen Spot überlegt, wo ich im Notfall hingehen kann, der so ein bisschen erhöht ist. Aber auch der wurde überspült tatsächlich und ja, dann saß ich da halt und dann war halt tatsächlich auf einmal so krack. Dann habe ich so, okay, mein Shelter kracht so ein bisschen ein, dann halt wieder krack und ich so, oh mein Gott, was machst du jetzt? Entweder gehst du raus und wirst von der Welle mitgerissen oder du bleibst halt drin sitzen. Ja, und dann hat es halt wieder gekracht und dann ist halt tatsächlich mein Shelter über mir zusammengebrochen. Ich habe in der rechten Hand irgendwie noch so diese Ridgeline gehalten. Krass. Und habe dann wirklich in dem Moment einfach auch gar nicht mehr gedacht, irgendwie einfach nur noch gehandelt, meine Sachen genommen, bin halt aus diesem Shelter, dann ist es auch komplett zusammengefallen, ja. Und stand dann da ganz betröppelt so die ganze Nacht auf diesem Plateau. Boah, das ist auch hart. Das ist auch hart. Krass. Das wäre jetzt nicht für mich der Grund gewesen, warum ich aufgebe, weil das war dann ja vorbei. Für mich war der Grund, warum ich gesagt habe, ich lasse das, weil ich Angst vor der nächsten Nacht hatte. Weil ich nicht wusste, wird die nächste Nacht noch schlimmer, wird die Flut noch... Man muss dazu sagen, sie hat halt einen Tag jetzt gar nicht geschlafen auf jeden Fall, stand die ganze Nacht in der Kälte, im Regen, in der Flut stand sie und dann noch eine Nacht, die potenziell noch mal schlimmer wird und dann irgendwie auch noch Kreislaufprobleme zu riskieren. Stärker und es war halt bei mir schon alles überspült. Ich hatte kein Shelter mehr, der mich irgendwie vor Regen schützt. Keine Aussicht auf Besserung halt. Nichts mehr, was mich vor Wind schützt. Ich hätte halt, wenn dann im Dschungel schlafen müssen, auf so einer Schrägen, hätte mir dann irgendwie ein Shelter bauen müssen, hatte eh schon keine Energie mehr. Und ja, so die einzige Möglichkeit, die ich dann halt in dem Moment gesehen habe, ist, dass ich halt eine ganze Nacht irgendwie im Dschungel einfach nur dastehe und warte, bis es halt irgendwie vorbei ist. Halt auch nicht Sinn der Sache. Ja, und das war dann halt für mich irgendwie der Grund, dass ich gesagt habe, ich drücke halt jetzt den Knopf und gehe jetzt und war für mich auch völlig fein damit. Also ich war wirklich happy damit. Habe auch jetzt die Tage noch mal überlegt, ob es noch irgendwas hätte gegeben, was ich noch hätte anders machen können. Okay, also ihr Interview wurde, I guess, zeitgleich mit denen der anderen aufgenommen, nachdem alle anderen wieder da sind. Genau, bin aber wirklich fein damit. Also es ist okay, ich ärgere mich schon ein bisschen, weil ich weiß, ich hätte diese 7 Tage schaffen können, wäre das nicht. Das macht mich schon ein bisschen traurig, weil dieser Moment, mit allen Teilnehmern gemeinsam abgeholt zu werden, wäre schon geil gewesen. Das war halt die ganze Zeit mein Ziel. Ja. Und diesen Moment konnte ich jetzt halt nicht erleben und das macht mich schon traurig und enttäuscht mich ein bisschen. Aber trotzdem glaube ich für mich, dass das in dem Moment die richtige Entscheidung war. Ja. Konntest du dieser gesamten Erfahrung irgendwas Positives abgewinnen? Und wenn ja, welche Erfahrungen nimmst du mit? Also es war für mich insgesamt trotzdem eine positive Erfahrung, auch wenn es nicht das Ergebnis war, das war es, glaube ich, für alle. Sogar für Nova auch. Trotzdem weiß ich, dass ich für mich halt an meine Grenzen gegangen bin. Und auch darüber hinaus, es gab ganz viele Momente, wo ich so dachte, never ever, ist einfach zu krass, ich friere oder auch dieser Schwindel die ganze Zeit. Von daher war es für mich tatsächlich eine sehr, sehr positive Erfahrung. Ich habe für mich auch privat noch so ein paar Themen reflektiert, die ich für mich mitnehme. Strong. Es gab auch so ein paar kleine Momente, die positiv waren, wie als ich Wale gesehen habe oder das erste Mal so eine Kokosnuss getrunken habe. Von daher insgesamt war es ja sehr, sehr positiv für mich.
Dann herzlichen Glückwunsch für diese sehr, sehr gute Leistung. Vielen Dank, dass du angetreten bist und viel Spaß zurück in der Zivilisation. Dankeschön. Danke, Jungs. Oh, das war schön. Das war schön. Das war auf jeden Fall irgendwie noch ein softerer Vibe als jetzt das Interview von Sascha. Ich fand es richtig schön, wie sie auch, keine Ahnung, auch erzählt hat, ey, ich hätte noch mehr machen können, ich hätte mich durchbeißen können, aber ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Und sie wollte auch, ey, ich kann es auch nachvollziehen, wie ich eben meinte, kein gesundheitliches Risiko eingehen, nicht mehr als nötig, sage ich so mal. Ich bin einfach stolz auf Sabrina, keine Ahnung. Ich bin auch auf Nova, wie gesagt, echt stolz. Weiß nicht, hat sie gut gemacht. Sie hat coolen Content geliefert, finde ich. Und länger durchgehalten, als bestimmt auch einige gedacht haben. Und ich kann das voll verstehen. Ich hätte auch, wie gesagt, ich sage es ja immer, ich hätte mega Bock, bei sowas mitzumachen, aber ich wäre der Erste, der bei einer Spinne rot drücken würde, wenn er eine Spinne sieht, gefühlt. Deswegen brauchen wir darüber nicht reden. Super cooles Interview, natürlich ein bisschen kürzer als bei Sascha, aber ich glaube auch nicht jeder hat dann so, ist so im Redefluss wie ein Sascha zum Beispiel, und sie hatte jetzt ja logischerweise auch anderthalb Tage weniger erlebt. Ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Das Knossi-Interview, was wir hier noch sehen, die wird es nicht morgen geben. Morgen ist, glaube ich, ich habe vorhin nachgeguckt, ich weiß nicht, ich glaube, Fritz ist dran morgen. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr euch auch, und habt einen wunderbaren Tag. Bleibt einfach alle so fresh und gut aussehen wie immer. Dann sehen wir uns und ciao.